sehe furchtbar aus, weil ich habe aber auch... Ich muss jetzt mal wirklich dazu sagen, ich bin heute sehr durch. Ihr werdet keinen Spaß mit mir haben. Na, stimmt, ich habe doch meine Tolle. Oder sehr viel Spaß, wie man es nennt. Du gibst erste Hilfe? Ach, da waren wir vorhin. Ja. Ah, ihr seid echt doof, wisst ihr das? Ihr seid ein paar echt blöde Typen. Warum? Was? Das ist bei deinen Followern, nicht bei uns, ne? Nee, ich bin bei dir. Also bei Felix, bei einem von euch beiden jedenfalls. Warum sind wir echt blöde Typen? Ja, weil ich gerade mein Haus, wieder in meinem Bett aufgewacht bin natürlich. Ach so. Was könnte da bloß ein Problem sein an meinem Bett? Vielleicht hat jemand was vorgestellt? Ja. Keine Ahnung, eventuell. Aber ich war der Bösewicht diesmal nie. Also ich habe es eigentlich zugestellt, bevor er... letztes Mal ist er nicht ins Bett gekommen, oder? War da nicht irgendwas? Oder nicht ins Bett gegangen vielleicht auch einfach? Ja. So. Habe ich schön zugebaut. Ich komme nicht mal raus, ihr seid echt dumm. Hier kommst du nicht mal raus. Ja, weil ich muss zwei Durchgänge frei machen, ja? Da siehst du, warum ich nicht rauskomme, ja? Die Lumi hat's verbaut, wie geil. Echt, ich habe dich eingekerkert. Das war Sinn und Zweck der Übung, aber ich hätte nicht gedacht, dass es funktioniert. Nicht auf diesem... Warum kann ich... Ach so, weil ich... So. Hä? Ich nicht oh nein, 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 jetzt gehe ich wieder in irgendeinen Stream-Kanal von irgendjemand anderem, da wollte ich nicht. Vor allem wieder. So, also zum Thema Spaß haben mit mir. Ich bin um 12 Uhr ins Bett gegangen und ich bin um 4.30 Uhr aufgestanden, um dann 2 Stunden Auto zu fahren, um dann einen Erste-Hilfe-Kurs zu geben. Den der auch noch zu spät gekommen ist. What? Du bist leiser als Felix bei mir, ich muss dich lauter stellen. Ich habe gerade rausgefunden, wie ich am Controller die Aktionsleisten wechseln kann auf die zweite. Benni, wo kommt der Wein hin? Hä? Hey, Wein? Ich hab grad Wein aus den Fässern genommen, wo willst du denn hinhaben? Ja, an welchen Wein du meinst? Oh, hier den ich über meinem Kopf halte. Ach so, ich glaube hier links unten war der. Lumi ist noch überfordert, okay. Ben, jemand hat dich letzte Nacht in der Klinik vorbeigebracht. Du bist vor Erschöpfung ohnmächtig geworden. Ach ja, das war das, weil bei mir alles zugebaut war. Nee, weil du mit deiner Ische da so lange im Busch rumgemacht hast. Eben, genau. Du warst ja noch mit deiner Ische da unterwegs. Stimmt. Hat mich 800 Gold gekostet. Die ist ganz schön teuer. Mein Handy weiß immer noch nicht, dass ich streame. Was ein Scheiß. Das braucht bei Twitch immer eine Weile. Eine ganz schöne Weile. Du hostest mich, das ist doch okay. Nee, also Twitch an sich hat es ja gerafft, mein Handy hat es halt nicht gerafft, deswegen kann ich den Chat jetzt nicht lesen, was blöd ist, aber es schreibt ja eh gerade niemand. Ich kann trotzdem in den Chat gehen. Also jedenfalls, ich bin gnadenlos übermüdet. Also. Was sind wir? Oh, wir haben Feenrosen angepflanzt. Wo haben wir denn Feenrosen her? Keine Ahnung, aber wir haben sie. Ist doch geil, freu dich. Volksfest morgen. 9 Gegenstände sollen wir mitbringen. Können wir mal uns schon zusammensammeln, welche Gegenstände nehmen? Ich würde eine goldene Feenrose mal vorschlagen zum Beispiel. Ich würde ja ein bisschen was zusammensammeln, einfach, ne? Also, wir könnten zum Beispiel... Haben wir eine goldene... Ich weiß gar nicht, was ich jetzt machen wollte in dem Spiel. Ich bin völlig daneben. Du kannst hier unten ernten kommen, ich habe nämlich schon wieder ein volles Inventar. Ich komme, danke, gib mir Aufgaben. Ich möchte heute nur funktionieren, ich möchte nicht nachdenken müssen. Gib mir Aufgaben! Also, ich war zu spät bei dem Erste-Hilfe-Kurs und ich hatte... Oh Gott, ich habe noch nicht so viele Streamer, ich kann das sagen. Ich hatte so viele verdammt dummen Pratzen in diesem Scheißkurs, das war so anstrengend. Ja, das kannst du auch sagen, wenn jemand zuguckt. Was willst du? Ja, gut, die gucken garantiert nicht zu. Nein, also ich meine, die gingen heute noch. Gestern habe ich dir nicht gegeben. Das geht ja immer 2 Tage für die medizinischen Fachangestellte. Und gestern waren sie wohl so schlimm, dass der Direx gerufen werden musste. Also meine Mitausbilderin hat gemeint, die wären sowas von kacke dreist gewesen. Das wäre schon echt furchtbar gewesen. Also die eine hat wohl die ganze Zeit an ihrem Handy getippt und mit ihren Freunden gesprochen, da war es eigentlich Handyverbot. Und klingt dann gut. Hat sie mehrmals darauf angesprochen, dass sie das bitte lassen soll und auch mit dem Namen angesprochen. Und dann gab es halt einmal die Situation, dann hat sie 3-mal hintereinander gesprochen und sie hat 3-mal hintereinander halt einfach nicht reagiert. Und beim 3. Mal hat dann die Sitznachbarin sie von der Seite angestummt und hat gemeint, hey, die will was von dir. Und dann hat sie gesagt, ja, interessiert mich nicht. Durchfallen lassen, fertig. Ja, also ich habe auch gesagt, also bei mir wäre das dann, also ich hätte nicht den Direx gerufen, ich hätte sie wahrscheinlich freundlich darauf hingewiesen, dass eine geistige Abwesenheit für mich als Abwesenheit zählt und dass sie deswegen ihre Teilnehmerbescheinigung knicken kann. Genau. Und dann hat halt die
mit Auszubildende nicht ganz zu Unrecht darauf hingewiesen, dass das halt zum Teil schwierig ist, weil die Ärzte von den Praxen, wo die halt arbeiten, diese Kurse bezahlen für die. Das ist aber nicht ihr Problem, wenn die halt nicht, wenn die halt dort Scheiße macht. Ja, und die schieben dann aber Stress bei der Ärztekammer. Warum ist meine MFA nicht durch, bla bla, und warum habe ich das Geld bezahlt und sie hat jetzt den Kurs nicht und so Sachen. Hä, hey, na, da kommt einfach, ja, weil sie halt nicht sinnvoll teilgenommen hat. Ja, ich muss, sie kann es ja dann auch nicht, was da drin gefragt ist. Ich muss da nochmal mit meinem Chef reden, ich sehe das nämlich genauso und ich gehe stark davon aus, dass er das auch so sieht. Meine Mitauszubildende war da ein bisschen schissig. So, so, ich habe jetzt, für morgen habe ich jetzt einen Diamanten, eine Sonnenblume, eine Preiselbeere als Frucht in Gold. Also hast du auch möglichst unterschiedliche Jahreszeiten, wie wir es halt bis jetzt haben? Oh, jetzt Wein habe ich jetzt. Das war dumm. Wein das war dumm. Jetzt bin ich oben an den Kisten und jetzt würde ich halt immer eine grüne Bohne mitnehmen. In Goldwertung und immer. Jetzt könnt ihr noch sagen, was ihr noch dazu haben wollt. Ich würde auch mal gerne Marmelade. Achso, Wein hast du schon, Marmelade? Ja, dann ja, Marmelade kann ich ja auch noch holen. Ich habe jede Menge goldene Blumen. Irgendeine davon würde ich gerne auch mitgeben. Ich bin leider noch ein bisschen Brainer auf Cast. Ja, alles okay. Das wird sich heute auch nicht mehr ändern, passt schon. Das wird sich heute wirklich nicht mehr ändern, aber ich werde ein bisschen mehr mitmachen. Ich versuche immer noch verzweifelt, das Dashboard auf dem Handy anzubringen, aber. Hier ist noch Blumenkohlsaat in dem. Könntest du einfach deinen Chat per Link in deinem Browser in deinem Handy öffnen? Aber das wäre. Was? Per Browser deinen Chat öffnen. Muss ich aber mein Stardew Valley auf Fenstermode stellen und diesen Overlay benutzen, damit ich es wieder in deinem Handy Browser. Ach so, ach nee, ja. jetzt. Train AFK. Oh, jetzt nee. Geht's. Diese Frau, Hase, ich habe 3 Stunden geschlafen, fucking 3 Stunden, ja. Hase, ich habe 6 Stunden gestreamt, nachdem ich 2 geschlafen habe. Ich habe 4 Stunden geschlafen und war 12 Stunden. Du bist aber nicht noch 4 Stunden Auto gefahren und hast 6 Stunden lang irgendwelchen medizinischen Fachangestellten versucht beizubringen, dass es wichtig ist, die Reanimation zu können. So. Vor allem, das sind aber alles Azubis, oder die sind noch nicht mal angestellt. Ja, das ist ja, also zu der Frage zurück wegen du gibst Erste-Hilfe-Kurse. Also ich gebe für die Ärztekammer in Stuttgart, die haben, das ist das einzige Bundesland, die eine für die medizinischen Fachangestellten einen 2-tägigen Erste-Hilfe-Kurs fordert als Pflichtveranstaltung. Und ja da sinnvoll. Gebe ich für die Ärztekammer gebe ich da Erste-Hilfe-Kurse. Und das ist halt für die Auszubildenden, für medizinische Fachangestellte. Und das sind halt zum Teil dezent anstrengende Menschen. Also hatten wir eine Milchkanne oder so einen Spaß? Ja, in der Truhe, die bei den Kühen steht. Bei den Kühen. Dann würde ich nämlich noch eh mal Milch einfach holen. Also ich habe jetzt, du kannst geh mal die Dingensen hier melken. Bis ich mal mitmache, brauche ich das ja Tag rum. Benni, ich habe jetzt eine Sonnenblume, Diamanten, eine goldene Preiselbeere, Wein, Brombeere, dann eine grüne Bohne, Gold, eine Blaubeere, Gold. Du hast bis jetzt sehr viel Sommer. Und einen Fisch sollst du vielleicht noch mitnehmen. Ja, aber lass mich da erstmal ausreden. So. Gelee, Peperoni und eine Prasse, Gold. Du weißt, dass wir nur 9 Gegenstände da reinlegen können? Ja, das sind bis jetzt 8. Ernsthaft? Das kommt mir gerade so krass viel vor. Sonnenblume, Diamant, Preiselbeere, du kannst halt nicht lesen und rechnen, das passt schon. Grüne Bohne. Aber wenn wir schon bis heute hier fertig machen? Nur wenn du dich so benimmst. 4, 5. Alter. Reiß dich zusammen. 1 noch. Ich reiß mich nicht zusammen, ich will Spaß haben und nicht intelligent wirken. Wolltest du noch eine goldene Blume? Ach, wir können, guck mal, hier ist goldene Blume, du kannst hier eine Frühlingsblume nehmen. Eine goldene. Hier, nimm einen Sommerschmuck. Ah, nee, mach mal Sommerschmuck, ist ja auch Sommer. Ich will noch einen goldenen Kürbis reinlegen. Hier, nimm eine blaue Jazzblume, da haben wir eine goldene. Ja, dann durch die Sonnenblume halt wieder weg. Mein Gott. Aber Kürbis ist stand halt beim Tipps dabei, dass man das auch möglichst abwechslungsreich gestalten kann. Was für Tipps denn? Hier bei durch Leben auf dem Land oder so kam das dabei, dass man das. Entschuldigung, ich dachte jetzt auch irgendwas gespoilert. Nein, ich habe das Ingame-Tipps benutzt, wie du es mir empfohlen hast. Moment, warum hier gemischte Saat bekommen? Okay. Nee, dann entscheidet ihr das mal, weil ich habe ja schon die Lösung gelesen. Das wäre irgendwie unfair. Ich rede nicht mehr mit. So, ich habe jetzt. Entschuldigung. Das habe ich gemacht, bevor du dich so echauffiert hast darüber, dass wir spoilern. Ich habe die Lösung schon gelesen. Hast du jetzt schon gemolken?
komplett? Nein, habe ich noch nie. Wo ist denn das? Habe ich jetzt genommen. Menno. Und wo ist jetzt der goldene? Warte mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ich habe jetzt noch 1. Wir sind eins, zu spät was, dran. Eins, was mir gegeben werden kann. So ja, hol aus dem Frühling den blauen Jazzblume. Hab ich doch gesagt. Bitte. Sollen wir hier warum oben ist die Süßkartoffel hier mit drin? Die hat ja nichts zu suchen. Dann halt nicht. Was müssen da oben? Ich geb's jetzt auf. Ich rede nicht mehr mit euch. Ich mach das jetzt einfach. Wo ist denn hier eine Jazz? Links. Ein zwei weiter links. Da ist eine goldene blaue Jazzblume. Ja, und Benni, aus der Kiste habe ich ja schon eine goldene grüne Bohne. Die war nämlich hier drin. Ja, der Rest von dem, was du genommen hast, ist alles aus dem Sommer. Hm. Der Rest? Oder dann nimm halt eine Blaubeere ist bloß aus dem Sommer. Blaubeere ist Sommer, die. Ist nicht auch Mais oder sowas gesagt? Preiselbeere? Preiselbeere ist Herbst, okay. Ich habe nochmal durch. Die blaue Jazzblume in Gold. Ist Frühling. Ein Diamanten. Ja. Eine Preiselbeere in Gold. Ja. Brombeere ist auch Herbst, okay. Eine grüne Bohne in Gold. Das müsste auch Frühling sein, okay, ja, geht schon. Eine Blaubeere in Gold, dann das Gelee, Pepperoni, Milch in Silber und eine Prasse in Gold. Ja, okay, dann passt schon, kannst du so nehmen. Müssen wir jetzt eigentlich irgendwie, ist das jetzt wieder wir alle zusammen oder macht dann doch jeder sein eigenes Package? Nö. Ich werde auch nicht komplett die Komplettlösung nehmen, weil ich mich echt nicht mehr komplett dran erinnere. Nö, ich denke, wir sind uns davon ausgegangen, wir machen eins. Eben. Ich nehme trotzdem mal sicherheitshalber neun Sachen mit. Eben, nimm du mal lieber auch neue Sachen mit, Benni, dass das hier. Wir können ja alle, dann einer von uns leer ausgeht, das wäre irgendwie cool. Wir können ja alle dasselbe nehmen. Nö, nix gibt's. Nix gibt's. Ihr könnt euch ja hier an den Diamanten. Wie lange ich brauche, den blöden Schleim zu töten? Dein blödes Holzschwert, weißt du, weil du zu fein warst, ein gutes Schwert zu kaufen, Lumi. Was bist du denn? Hier unten. Ich loote dir noch eins. Ah ja, das wollte ich machen. Werden nämlich angegriffen und ich habe hier schon 20 Mal draufgeschlagen und die leben halt immer noch, die Viecher. Ich glaube, die werden stärker mit der Zeit. Ja, glaube ich auch. Ich hole dir eins, versprochen. Ich gehe gleich nach morgen, gehe ich los. Dankeschön. Felix ist mein wahrer Retter. Ah, da kommt noch einer. So. Was nehme ich denn jetzt so Schönes mit? Tod. Nee, ich nehme nicht einen Diamant. Tod. Ich mag Amethysten. Nee, ich mag grün. Ich bleib einfach stehen. Ich nehm Smaragd. Pack ich mal nach unten hier. So. Ihr könnt auch Wolle zum Beispiel nehmen. Fünf, ich muss morgen früh, glaube ich, fertig machen. Ja. Ich habe jetzt sieben Sachen. Den goldenen Mais könnt ihr euch direkt behalten. Acht Sachen? Wir haben ein bisschen viel Peperoni. Die kannst du jetzt in die große, in die lilane Kiste legen. Ihr könnt die einfach mal in diese. Arbeiten die anderen Kisten bei Bennys Haus? Ne, die arbeiten nie. Nö, die arbeiten nie. Ist richtig. So, ich habe jetzt 9 Sachen und ich gehe jetzt schlafen. 1, 2, 3, 4, 5, 6 habe ich. Ich gehe schon mal vorher schlafen, weil ich genau wusste, dass hier was steht. Ich habe aber nichts getan, ja? Es lag nicht an mir. Aber schön mit den Fackeln drum. Ja, romantisch. Das ist schon wirklich, das ist romantisch. Das ist echte Stardew Valley Romantik. Romantisch. 1, 2, 3, 4, 5, Felix, du darfst zu mir ins Bett kommen, wenn du willst. Das ist ja mal eine Aufforderung heute. Eieiei. Da habe ich einen großen Kuschelbär. Du hast mir den Multilink nicht geschickt, Ben. Doch. Nein. Hier. Ja. Wo denn? Meine Angebetete. Ja, da warst du wieder schon nicht in deinem Chat. Ich habe jetzt mehr Wissen, was in deinem Chat passiert, als du. Diamanten. So hart. Du weißt, wie man Frauen begeistert. Ja, als Buttplug. Okay, dann nicht mehr. Als Buttplug? Sag mal, ich glaube, dir geht's schon gut. Oh, wir haben ja doch noch einiges verkauft. Oh, ey, jetzt habe ich Bilder im Kopf. Du bist widerlich. Von blutendem Popo. Ja, so eine Mischung aus, ja, also ganz seltsame Sachen gerade. Ich möchte es nicht in meinem Kopf sein.